Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zur 26. Folge Es-Müllert. Wieder in der letzten Folge haben wir Ilkay Gündogan im ZDM bekommen, ja. Und heute weiß ich echt nicht, wen ich upgraden soll. Ich denke mal, vielleicht Bernd Leno im Kasten. Im linken Mittelfeld, ja, da gibt's Draxler mit einer 81er Bewertung, aber André Schürrle finde ich deutlich besser, muss ich sagen. Ribéry können wir uns nicht leisten, Reus können wir uns nicht leisten. Ja, deswegen habe ich mich so dafür entschlossen, dass ich jetzt, sage ich mal, die nächsten vier Folgen, das heißt die 27. Folge, die 28. Folge, die 29. und die 30. Folge immer ein Spiel gegen einen Abonnenten mache. Das heißt, ihr könnt mal unten in die Kommentare eure PSN-ID reinhauen und dann, ja, werde ich einige von euch anschreiben wegen einer Partie hier in der Es-Müllert-Wieder-Serie. Und wenn ich dann die 30 Serien voll habe, werde ich die ganze Serie beenden und werde eine neue Serie starten. Die Abonnenten, die schon länger hier auf meinem Kanal sind, wissen wahrscheinlich, welche Serie ich starten könnte, aber ich weiß noch nicht, mit welchen Spieler, also, ja, mal schauen, ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal unseren Online-Gegner. So, Mauli-Team, Marco Mauli, wie natürlich jetzt hier nochmal im Bayern-Trikot, zack, weiter geht's. Was hat er für eine Mannschaft? Ein Barclays Premier League Bundesliga Hybrid, kann man so sagen, mit Welbeck, Arnautovic, Inform, Mesut Özil, Patrick Herrmann, Thiago, Dennis Diekmeyer, Benatia, Victor Valdez, Chris Smalling, Gibbs und Aaron Ramsey. Sieht gar nicht so schlecht aus. Auf Özil hätte ich auch Bock, aber Özil wird nicht Bestandteil der neuen Serie. Da muss ich einen linken Flügel finden, einen Stürmer oder einen rechten Flügelspieler. Mal schauen, Leute. Also mehr Tipps gebe ich euch nicht. Ich denke mal, einige wissen jetzt schon, welche Serie ich starten werde. Wir sehen uns wieder bei der ersten Szene. Jawolski. No. Welbeck hier mit der ersten Großchance. Hätte auch gut und gerne mal reingehen können. Aaron Ramsey und schon wieder Jan Sommer. Der uns hier noch in der Partie hält. 9. Spielminute Eckball. Thiago will sie hineinflanken. Da kommt die zweite Chance und sie geht daneben. Wir müssen hier besser in die Partie reinkommen. Von uns noch nichts zu sehen. Götze, jetzt durch auf Thomas Müller. Schön gespielt, Müller mit dem R2-L2 Dribbling. Holt hier die Ecke raus. So, wir flanken einfach mal da hinten hin. Auf Karim Bella. Rabi nimmt das Ding nicht ordentlich an. Mario Götze nochmal mit einem Fehlpass. Nein. Da wäre Müller. Ja, ich will nicht sagen frei durch, aber... Naja, ihr wisst schon. 31 Meter André Schürrle. Komm, der kann doch Freistöße schießen. André Schürrle. Ich hab den schon drin gesehen. Ich hab den schon drin gesehen. Viel hat da nicht gefehlt. Schön gespielt, Thomas Müller. Mach ihn, nein. Das wäre so ein typisches Thomas Müller-Tor wieder mal gewesen. Halb reingestolpert, aber typisch Müller halt. Schade. Jawohl, schön gespielt. Lukas Piszczek, was macht der da vorne? Wir spielen nochmal runter auf Thomas Müller. Leute. Ich denke mal, das hätte kein anderer so reingemacht als Thomas Müller. Es gibt ja sogar einen Second Inform, aber den kann ich mir leider nicht leisten. Eine 88er Variante, aber hier Leute, schaut euch das Tor an. Das 43. Tor in der Serie von ihm. Vielleicht machen wir noch die 50 Tore voll. Das wäre natürlich richtig geil. Heute vielleicht noch ein Ding und dann vier Spiele gibt es ja noch gegen vier Abonnenten von mir. Das geht doch nicht, das kann doch nicht so einfach gehen. Er rennt einfach durch. Das liebe ich ja. Zack, Ballrolle, gehen wir vorbei und das muss einen Freistoß geben. Danke, Schiri. Gibt's auch. Schnell ausführen auf Ricardo Rodriguez und dann unten lang Müller. Müller. Müller, Einwurf für uns. Okay, Einwurf für uns geht ja noch. Och, du Kacke. Thomas,
Nein, Marco Arnautovic, der ist schnell genug, aber nein, der ist drin. Sie kommen heute häufig zum Abschluss. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Habt ihr diesen Skill One gesehen, Leute? Richtig nice, Karim Bellarabi, so schnell muss eine Antwort kommen. Einfach hier schön durch mit dem Spin, dann noch mit der Ballrolle und dann haut er das Ding rein. So muss eine Antwort aussehen, Leute, so muss eine Antwort aussehen. Und jetzt gleich noch eins raufpacken hier. Ricardo Rodriguez kriegt den Ball da nicht durch. Aber erstmal hintenrum sicher spielen. Nach vorne hauen und das ist hier der Halbzeitpfiff. Wollen wir jetzt einfach mal wechseln? Ich glaube, ich habe noch nie so wirklich gewechselt. Wen könnte man denn bringen? Hakan Çalhanoğlu für Schöle? Ich mache das einfach mal so. Ich probiere mal ein bisschen was aus. Einfach mal Hakan Çalhanoğlu im linken Mittelfeld rein. Mal gucken. Nein, nicht in der 80. Mann, das hätten wir besser verteidigen müssen. Da müssten wir, ja, viel schneller an Arnautovic rangehen. Er darf da nicht einfach so frei an der Grundlinie vorbeilaufen. Mann, ey. Komm, jetzt nochmal. Müller. Zieh. Gegen Chris Smalling. Hat er auf jeden Fall Chancen, aber, ja. Ja, nein. Das gibt's doch gar nicht. Eigentlich war der Roulette der bestmögliche Trick, den man da einsetzen konnte, aber trotzdem sind wir da nicht vorbeigekommen wegen der guten Grätsche von Chris Smalling. So, ein Angriff haben wir vielleicht noch. Çalhanoğlu. Jetzt durch. Gustavo, lieber nochmal auf Hakan Çalhanoğlu spielen. Der grätscht uns nochmal um, aber... Es gibt hier keinen Freistoß, sondern nur eine Ecke, die wir kurz ausführen, würde ich sagen. Kurz auf Gündogan, dann zurück auf Bellarabi. Der geht vorbei, der spielt auf Müller und der spielt nicht auf Müller, sondern auf den Gegner. Und das war's mit unserer Chance. Oder? Doch, vielleicht noch eine. Wenn er den Ball jetzt schnell bekommen. Ja, jetzt macht der Gegner wahrscheinlich noch das 3-2. Ja, nein. Ist ja doof. Wie doof ist der Gegner? Alter. Den muss er zu 1000% machen. Der muss einfach ein bisschen düller auf die Kreistaste drücken und nicht nur so ein kleinen Schüsschen hier. Und ich mache jetzt einfach mal Çalhanoğlu ins ZM, weil Götze schon nicht mehr kann. Und dafür kommt Kevin Volland. Und dann noch Kramer für... Ja, Gündogan möchte ich ungern runternehmen. Das heißt Gustavo. Mann, ey, in die Verlängerung hier, nochmal in die Verlängerung gegen den letzten wirklichen Online-Gegner, weil danach werde ich ja nur noch gegen Abonnenten spielen und jetzt kommt hier Cristiano Ronaldo einfach mal in die Partie. Heftig. Wahrscheinlich Leihspieler, ich denke nicht, dass er den wirklich hat. Oh, das war gut gespielt vom Gegner. Ja. Er trifft aber nur das Außennetz. Okay, das war sogar abseits. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ich will auf jeden Fall nicht ins Elfmeterschießen, sondern möchte hier die Partie vorher klar machen. Am besten noch mit einem schönen Törchen von Müller. Komm, spiel nochmal ab. Ricardo Rodriguez. 2-3. Nice. Okay, eigentlich war der Pass schon richtig scheiße. Aber Rodriguez macht das ganz stark, der linke Verteidiger von uns. Und erzielt hier, ja, hoffe ich mal, den Endstand, so gesagt. 3-2. Oder wir packen nochmal eine Kiste drauf, das wäre noch besser. Weil ein Gegentor, das kommt gar nicht in Frage. Jawohl, jetzt nochmal. Müller. Zieh. Thomas Müller.
Hat hier nochmal ein paar Körner, um da vorbeizuziehen. Hier Kai Gündogan macht hier den Deckel drauf in der 114. Spielminute. Sehr nice. Und jetzt gibt es einen Quit. Jetzt gibt es einen Rage-Quit vom Gegner Jawolski. Das heißt, es gibt hier nochmal 500 Münzen extra. Ein Tor von Müller. Das heißt, 500 Münzen. 1000 Münzen. Ja, machen wir einfach mal. Ja, viele Münzen brauchen wir eh nicht, weil es nur ein Upgrade heute gibt. 1600 Münzen. Also da oben nochmal drauf. Das heißt, wir haben 7500 Münzen heute zur Verfügung. Und ich glaube, ich werde Leno upgraden, obwohl Jan Sommer heute richtig gut war. Aber welchen Spieler soll ich sonst holen? ZDMs kann ich nicht verbessern. Gündogan und Gustavo gefallen mir richtig gut, deswegen lasse ich die da auch. Er kriegt erstmal hier einen Vertrag. Dann die Innenverteidigung passt auch. Sokratis und Naldo. Oder ich könnte mir Benatia für Sokratis holen. Ja, mal gucken. Ich schaue mal da ganz kurz nochmal die Innenverteidiger nach. Douglas Costa habe ich vorhin auch schon mal vor der Folge nachgeschaut. Aber der ist deutlich teuer, zu teuer in der, im rechten Mittelfeld als 83er. Der hat ja ein Upgrade bekommen. Okay, Benatia können wir uns holen. Der kostet 1k oder 2k. Und wen gibt es hier noch? Ich schaue mal ganz kurz nach. Hövedes, ja, aber den, der ist auch nicht besser als... als hier. Als Sokratis. So. Ja, ich will einfach mal Hummels nachgucken. Aber ich denke mal, der ist zu teuer. Mats Hummels. 13k. Oder wir holen uns Hummels. Haben wir zwar nicht auf unseren Coinzähler, aber ich kann mir Hummels leisten. Da es eh die letzte Folge ist mit einem Upgrade. Deswegen habe ich... Ja, ich hole mir jetzt einfach Mats Hummels, Leute. Ich hole mir Mats Hummels. Haben wir nochmal ein schönes, geiles Upgrade. Für die Spiele gegen unsere Abonnenten. 13,5. Okay, für 13,5 passt. Hier einen frischen nehmen wir mit. Matze. Zack. Mats Hummels in die aktive Mannschaft für Hösch. Der kommt in den Verein. Und jetzt haben wir hier nochmal Mats Hummels bekommen. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach nochmal auch Bernd Leno mit. Können wir hier nochmal... Der kostet ja auch nur 1k oder so. Oh, ein bisschen mehr, 2k. Okay, doch nochmal ein bisschen mehr. Was, Alter? Okay, 3-4. 3-4, da können wir ihn auch nochmal mitnehmen. Bernd Leno. Ja, zum Glück hatte ich ihn nicht im Verein. Das wäre jetzt ein bisschen peinlich gewesen. Zack, in den Verein. Jetzt haben wir nochmal zwei Upgrades bekommen in einer Folge, weil ich einfach mal gedacht habe, das ist die letzte Folge mit Upgrades. Nämlich in den Spielen, wo ich halt gegen Abonnenten spiele, ja, würde es keine Coins mehr geben, sondern ich werde einfach nur gegen Abonnenten spielen, weil es quasi, ja, die Serie schon fast vorbei ist. Zack, Mats Hummels nochmal in die Mannschaft. Und das ist hier unsere vollständige... Es müllert wieder Mannschaft, so sieht sie am Ende aus. Und wenn ihr mal den gesamten, sage ich mal, Überblick sehen wollt, wie es von der Bronzemannschaft zur Goldmannschaft, ja, passiert, geschehen ist oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was, welches Wort man da einsetzen kann. Auf jeden Fall, ja, könnt ihr mal unten in die Videobeschreibung die Playlist abchecken. Da gibt es alle Es müllert wieder Folgen in einer Playlist, da könnt ihr... bestimmt 4-5 Stunden hintereinander ist Müllert wieder anschauen. Auf jeden Fall lohnenswert. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Wie gesagt, schreibt eure PSN-IDs unten in die Kommentare. Ich werde in den nächsten 4 Folgen gegen Abonnenten spielen. Haut da rein, tschüss Sikowski und auf Wiedersehen.